Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Hallo. Servus. Hallöchen. So, da waren sie alle. So, wir sind wieder zu viert am Start, das heißt zwei Lohnunternehmer und zwei Kontrahenten, beziehungsweise ein Kontrahent und ein Gewinner. Also einen Gewinner wird es geben, aber welcher das sein wird, naja, schauen wir mal. Das steht ja schon fest, oder? Ja, eigentlich schon. Das kommt immer drauf an, wen man fragt. Na, ist auch wieder. So, also wir fangen an. Jo. Und die Aufträge an die Lohnunternehmer sind schon verteilt. Ja. Von dem her. Viel Erfolg, vielen Dank für eure Arbeit. Jo. Jo. Bis später. Bis später. Bis später. So, ich habe dich mal wieder hier runtergeholt. Ja, danke. Wollte gerade schon fragen. So, ich möchte noch ein bisschen Geld verdienen, aber so viel wird es auch nicht bringen. So. Und irgendwie, eigentlich müssen wir mal unsere Fahrzeuge auch putzen. Ups, nee, doch. Ja. So, das Kleckschen einfach weg hier. Also ich wette, in dieser Folge, wenn ich es noch schaffe, diese eine Sache hinzubekommen, dann werde ich auf jeden Fall sehr viel Money verdienen. Sehr viel sogar. Glaube ich auch, aber ich glaube, die Folgenlänge reicht nicht aus, um das abzuschließen. Das glaube ich allerdings auch. So, ich hoffe mal, dass das LU hier ordentlich vorangeht und Gas gibt. Ja, bestimmt. Locker. Also das Gute ist, muss ich echt sagen, dass Tiger Farm ja schon eine Weile dabei ist und er dadurch das neue LU, denke ich, gut auch anleiten kann. Ja, er hat schon viel Ahnung, kann man mal so sagen. Genau, hat schon gut Erfahrung gesammelt. Also deshalb, wenn ihr auch Bock habt, als LU hier mitzuspielen, scheut euch nicht, so schwer ist es nicht. Einfach mal probieren. Und wir haben ja noch Tiger Farm. Genau. Der hat euch das ja auch noch alles. Der Profi. Ihr werdet auf jeden Fall nicht allein gelassen. So. Ich meine, viel wird das jetzt nicht bringen, was wir gerade machen, aber. Aber es bringt etwas, oder wie? Es reicht wahrscheinlich, um die nächste Sache dann mieten zu können. Wobei ich gerade überlege, ob das Geld reicht, um dann das Lohnunternehmen zu bezahlen. Also mein Geld reicht auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so aussieht, aber... Schlecht sieht's aus. Ah schlecht. Doch, okay, das reicht. Das reicht. Das ist immer so schlecht aus. Ja, irgendwie schon, gell? Naja, ich glaube, diese Folge werde ich das doch nicht mehr hinbekommen, diese Sache zu machen, die ich also mir wenn wir von der gleichen Sache sprechen, dann dauert das einfach viel zu lang. Jetzt fahren wir wieder vor. Silage? Ist das so eine Sache, die du auch Ballenpressen? Ja, dauert zu lang. Also ich bekenne ich bin noch am Schwaden dran. Achso, ja, geschwadet wird bei mir gerade durch Lohn und Lohn. Achso, ja, gut. Aber ich sag mal so, ich kenne ja nicht deine Grasmengen. Und wenn ich meine da betrachte, dann reicht es. Also meine sind schon echt viele. Kann man schon so sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie groß die Grasfläche oben bei meinem Hof ist, aber. Ehrlich gesagt, wenn du die... ich war zwar schon mal kurz oben, um zu schauen, aber. Ich habe jetzt keinen Eindruck von der Menge. Also, die ist schon echt sehr groß. Und das ist so ein bisschen der Faktor, der mir eventuell auch Sorgen bereitet. Das Lächerliche ist, dass hier einfach angezeigt wird, dass der Hof so richtig riesig ist. Aber eigentlich ist es einfach nur so ein ganz kleiner Mini-Hof. Ja. Und das Große ist einfach nur diese Wiese. Aber... Das Geile ist, daher, dass ich jetzt so lange nicht online war und ich davor schon mal gemäht hatte. Das hat aber eigentlich keinen Einfluss.
hatte, ja, konnte ich jetzt wieder mähen. Bedeutet, ach, jetzt ist die doppelte Grasmenge hier auf meinem. Ja, stimmt, Feld durch die eine Zeit. Das ist schon irgendwie genial. Ups, nein. Oh, was mach ich? Weiß ich nicht, was mich so denn? Blödsinn mach ich. So. Leckt gerade ein bisschen. Oh, bei mir geht's. Okay, ja, jetzt geht's auch so langsam wieder. Hm. Keine Ahnung, was das gerade war. Wie geht's eigentlich im Moment bei der Südhämmern voran? Ja, was war denn das jetzt mal? Südhämmern wird erst nächste Woche wieder gespielt. Diese Woche war ja die Ammergauer Alpenmap dran. Ja, stimmt. Ja, was hast du denn eigentlich so in letzter Zeit bei der Südhämmern jetzt mal gemacht? Achso, warte, ich muss hier mal. Hä, wieso haben wir jetzt. Also, entweder haben wir gerade zufälligerweise noch einen Ballen ercheatet, wobei wir dafür nichts können, oder es war einfach nur ein Cheater! Das war merkwürdig, der Ballen ist rein und raus in die Presse. Okay. Deshalb der Ballen ist wieder zurück in die Presse? Okay. Ja. Deshalb, aber ich denke, das war das einfach geht. Nur Animationsfehler. Weil eigentlich kann ja in der Presse auch nichts drin gewesen sein. Zu Südhämmern, da haben wir 1,45 Millionen Silage. Oh, okay. Da habe ich Mais-Silage gemacht. Und bin gerade daran anzusehen, glaube ich. Ich glaube, das habe ich zuletzt gemacht. Angesät. Angesät? Was hast du denn so angepflanzt? Soja, glaube ich. Soja oder Hopfen. Ich wollte eigentlich die Vorbereitung machen, auch da für Kühe. Ah, okay. Bei der Ammergauer Alpenmap diese Woche, da bin ich auch schon dabei, Kühe zu züchten. Zu füttern und zu züchten. Sagen wir es mal so. Um Kühe anzupflanzen. Ich geh mal kurz zum Elu. Jojo. Hallo, klopf, klopf. Hallo. Hallo. Herr Leon, bitte überall, wo Gras liegt, alles zusammen schwadern. Da ist noch was. Ach so, was? WC1. Ach, Wiese 1 auch noch? Wiese 1 und hinten um Feld 1 rum auch. Okay. Es gibt noch einiges zu tun. Das habe ich jetzt nicht gewusst, sorry. Ja, besser sage ich. Kein Problem. Gut, danke. Bis später. Bis später. Tschüss. So. Ja, das Lohnunternehmen wollte schon Feierabend machen. Nach, das geht ja gar nicht. Ein Drittel der Arbeiten. Geht ja gar nicht. Geht wirklich nicht. Weil so viel Gras wie hier noch rumliegt, muss noch alles gewendet werden, geschwadert werden. Er ist ja noch ein Anfänger. Ne? Genau, deshalb ich gerade. Muss ich mal schnell eingreifen. Oh, da liegt auch noch Gras. Bei mir liegt auch noch Gras. Ich kann ja auch mal schnell vorbeigucken. Und dann übernimmst du die Kosten, ja? Für was? Für das ganze Schwaden. Ach so, ja. Zahlen Sie mal liebe schön selbst. Ich weiß nicht, wo hier alles noch Gras im Gebüsch liegt. Ich hoffe mal, dass ich soweit alles aufsammle. Oh nee, der Ballen ist aufs Fell vom Nachbarn gerollt. Ja, bei mir ist mal ein Ballen ins Wasser gerollt. Hast du ja gesehen in einer Folge. Ah, ja. Das war auch nicht gerade sehr schön. Muss ich dem aus dem Wasser fischen. Okay, gut.
Also wenn wir heute mit dieser Fläche hier fertig werden mit Pressen, dann bin ich schon fast glücklich. Fast. Aber nur fast. Oder wie? Nur fast. Ab wann muss denn der Lohnunternehmer ins Bett gehen und 21. die Nacht überdauern? Okay. Gesammelt haben, durch und gute Ballen fressen. Ach ja, ich bin ja wenigstens froh, wenn ich heute schon mal mit der Schwaden hier fertig werde. Ich glaube, das könnte ich sogar noch hinbekommen. Haben Sie denn einen Wohnunternehmer aktiv? 16. Wie bitte? 16? So viele Lohnunternehmer gibt es nicht. Ah ja, auf Fels. Ja, ja, jetzt habe ich's. Und irgendwelche Funkwellenstörungen. Jetzt bin ich wieder. So. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da oder alles zusammen. Oh nein, sag jetzt nicht, die Folge ist vorüber. Nein, noch nicht. Aber ich wollte es jetzt immer anmerken, weil vielleicht schaut es nicht jeder bis zum Ende und denkt dann zwischendrin, oh, gefällt mir, aber ich lasse trotzdem nichts da. Ja, das gefällt mir, aber ich, ne, den lasse ich doch nichts da. Ja, könnte ja passieren. So fies sind manche Klassenkameraden von mir. Die fanden meine Videos ganz toll, aber haben dann trotzdem Dislike alle da gelassen. Nicht gerade die Nettes gefressen, Kameraden. So, weiter geht's. Deswegen. Ha! Deswegen konnte ich das die ganze Zeit nicht hochklappen. Ah! Netze. Wie es einfach so schnell schon dunkel wird, ne? Oder habe ich nur so das Gefühl? Nee, habe ich gerade auch. Hab auch das Gefühl hier. Jetzt zack, ratzfatz dunkel. Ja, so sag mal. Der Schwader will sich die ganze Zeit nicht hochheben lassen. So, wo ist denn das LU hier am Arbeiten? Na, da hinten, okay. Hey. Okay, da muss man noch ein bisschen Einarbeitungszeit gewähren. Mhm. Weil hier im Gebüsch da liegt noch so viel Gras. Ah ja. Hier wird gemogelt, hier wird die Arbeit nicht richtig gemacht. Da ist noch gar nichts geschwadet hier. Kollege. Was ist denn los? Weißt du was? Ich fange sogar schon an. Mit Ballenpressen jetzt gleich. Ich bin jetzt fertig mit Schwadern. Ja, schön für dich. Ja, für dich auch. Nee, für mich nicht. Also ich finde es sehr schön. Es wäre schön, wenn das Lohnunternehmen hier, Hier. Ja, es ist hier, das ist toll. Beziehungsweise nicht. Ja, bitte. Klopf, klopf. Ich habe so eine kleine, Anmerkung. Umfeld 1 rum ist noch nichts geschwartet. Ja, ja. Er rechnet jetzt erstmal für die erste Stunde ab. Ja, also bitte einfach auf den Zettel. Und fleißig hab ich auch geschrieben. Okay. Wir rechnen zum Ende der Folge die Kosten. Okay. Sonst wird es zu viel durcheinander.
Ja, dann mache ich jetzt erstmal weiter hier. Das wäre schön. Außerdem an der Schafweidebereich bin ich fertig. Okay. Mikado sehen ist abgeschlossen. Ah, okay. Weiß Bescheid. Dankeschön für Ihre Hilfe. Das macht dann 1600. Und zur Info. Ja. Scheiße. Gut, aber das war's dann auch schon von der heutigen Folge. Also wie viel kriegt Nö, was war das denn? Wie viel kriegt das LU von mir? Also ich bekomme 500 Euro für das Schwaden und 100 Euro für die Anfahrt. Also 600. Dann überweise ich mal noch schnell. 600. Ach ja, so. Überweisen. Dankeschön. Gut. Dann vielen Dank für die Hilfe. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und es geht am Montag wieder weiter mit der nächsten Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Und bis dann. Haut rein, lasst Däumchen da und tschüssi. Tschüss. Ciao.